Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Der Fall der Ärztin Christina Hähnel ging durch alle Medien. Eine Petition hatte innerhalb weniger Stunden oder weniger Tage über 100.000 Unterschriften. Und landauf und landab befassten sich Landtage mit einem Thema, worum es auch hier jetzt gehen soll. Und worum geht es? Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland nach der sogenannten Fristenlösung in den ersten 12 Wochen straffrei. Das gilt natürlich auch für die Ärztinnen und Ärzte, die einen solchen Eingriff vornehmen. Darüber hinaus sind die Länder nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz verpflichtet, nicht nur ausreichend Beratungsstellen für die Schwangerschaftskonfliktberatung vorzuhalten, sondern sie sind gemäß § 13 Absatz 2 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auch zur Vorhaltung eines ausreichenden Angebots ambulanter und stationärer Einrichtungen verpflichtet, die eben solche Abtreibungen vornehmen. Allerdings ist die Information darüber, welche Ärztinnen und Ärzte einen solchen Eingriff vornehmen, leider nach § 219a des Strafgesetzbuches als Werbung in Häkchen verboten. Dabei geht es nicht um Werbung, und das ist immer wieder auch von Ärztinnen und Ärzten betont worden. Es geht nicht ums Anpreisen einer Dienstleistung quasi mit Rabattkärtchen, sondern es geht um elementare Informationsrechte und es geht um Selbstbestimmung. Dieser Paragraph beschneidet das Recht auf freie Arztwahl und es kriminalisiert diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die Frauen in einer Notlage helfen und sie unterstützen. Das ist unzeitgemäß, damit ist dringend Handlungsbedarf geboten. Und im Übrigen, was für ein Frauenbild steht denn eigentlich hinter diesem sogenannten Werbeverbot? Glaubt denn jemand ernsthaft, dass Frauen einen derartigen, oftmals auch belastenden Eingriff einfach aus Spaß vornehmen lassen? Und glaubt irgendjemand ernsthaft, dass Frauen mit einer solchen Information vielleicht nicht umgehen könnten und dass sie eine selbstbestimmte Entscheidung leider nicht treffen könnten und dementsprechend vom Staat vor sogenannter Werbung geschützt werden müssen? Ich, meine Damen und Herren, glaube das nicht. Ich glaube, Frauen haben ein Recht auf Selbstbestimmung und sie haben ein Recht auf Information. Sehr geehrte Damen und Herren, der § 219a ist unzeitgemäß und er ist auch unverhältnismäßig, denn die Standesordnung der Ärztinnen und Ärzte verbietet bereits das Anpreisen von Dienstleistungen. Es geht hier nicht um das Anpreisen, es geht hier eindeutig um Information und dementsprechend ist es unverhältnismäßig, dass der Staat dieses scharfe Schwert des Strafgesetzbuches zieht, um Ärztinnen und Ärzte zu kriminalisieren. Und es widerspricht auch im Grunde genommen dem Gedanken des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, denn es macht doch keinen Sinn, die Länder zu verpflichten, ambulante Möglichkeiten und stationäre Möglichkeiten eines Abbruchs vorzuhalten, eine Beratungslandschaft vorzuhalten, aber die Information darüber unter Strafe zu stellen. Das ist widersinnig und das gehört geändert. Und das sieht auch das Bundesverfassungsgericht im Übrigen so. 2006 hat es konsequenterweise geurteilt, es müsse Ärztinnen und Ärzten ohne negative Folgen möglich sein, auf diese Dienstleistung hinzuweisen. Das heißt also, der Gesetzgeber ist nun endlich gefordert, diesem Urteil auch Folge zu leisten, diesem auch rechtlich ausgeurteilten Tatbestand Folge zu leisten, dass Frauen ein Recht haben, darauf informiert zu werden. Und auch der Präsident der Bundesärztekammer Montgomery erklärte, dass nicht nur Frauen ein Recht darauf haben, in Notlagen zu erfahren, welche Ärztinnen und Ärzte ihnen helfen können, sondern dass vor allem auch Ärztinnen und Ärzte für die Information nicht rechtlich belangt werden dürfen. Es gilt also, das Selbstbestimmungsrecht von Frauen zu stärken. Und es gilt, Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte zu schaffen. Und schließen wir uns doch den Ländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen und Thüringen an, die einen Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht haben. Und machen wir Schluss mit diesem Relikt aus dunklen Zeiten. Denn das gehört ja auch dazu. Dieses Gesetz ist zuallererst 1933 ins Reichsstrafgesetzbuch eingeführt worden. Und es ist Zeit, damit aufzuräumen. Applaus